Wir sind Säckchen. Bodenständig und attraktiv. Kohlpäckchen mit Hackreisfüllung und wir sind Tomatengemüse. Für 4 Portionen, 200 Gramm Reis 1 Wirsing, 1,2 Kilogramm, einer Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 400 Gramm gemischtes Hack, 2 Eier, Klasse, M, 1 L Tomatenmark, Salz, Pfeffer, 1 Bund Petersilie, 1 Bund Frühlingszwiebeln, 3 L Öl, eine Dose Pizzatomaten, 400 Gramm EW. Erstens Reis in kaltem Wasser. Einweichen. Inzwischen. Wir singen putzen und 8 Ose unbekanntes Zeichen. Rehblätter ablösen. Diese. Blätter in kochendem Wasser unbekanntes Zeichen. Sehr 3 Minuten kochen. Und in eiskaltem Wasser ab unbekanntes Zeichen schrecken. Die dicken Mittelrippen zur Hälfte herausschneiden. Die Blätter trocken tupfen. Zweite Zwiebel und Knoblauch. Pellen. Zwiebel fein würfeln. Knoblauch durchpressen. Reis abtropfen lassen. Drittens Hack, Zwiebel, Knob unbekanntes Zeichen. Lauch, Reis, Eier, Tomaten unbekanntes Zeichen. Mark, Salz und Pfeffer. Zu einem glatten Teig fair unbekanntes Zeichen kneten. Petersilie hacken und unterkneten. Vierter Hackteig in 8 gleich. Große Portionen teilen. Je. Eine Portion auf 1 Wirsing unbekanntes Zeichen. Blatt geben. Blattränder da unbekanntes Zeichen. Rüber zusammenfassen. Mit Küchengarn zu Säckchen. Binden. Beiseite stellen. 5. Frühlingszwiebelnput unbekanntes Zeichen. 10 und das weiße und hell unbekanntes Zeichen. Grüne in Ringe schneiden. Den restlichen Wirsing. Vierteln, Strunk entfernen. Und die Viertel quer in 2 cm. Breite Streifen schneiden. 6. Öl in einem weiten Topf. Erhitzen. Frühlingszwiebeln. Und Wirsing darin unter. Rühren anbraten. Die Tomme unbekanntes Zeichen. Ten zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Wirsing unbekanntes Zeichen. Säckchen auf den Kohl sät unbekanntes Zeichen. 10 und alles zugedeckt. 30 Minuten bei mittlerer Hitze schmoren. Dazu passt Reis. Füllte Zwiebeln. Wenn die mit gefüllten Gemüsezwiebeln duftend aus dem Ofen kommen, beginnt ein kulinarisches Vergnügen der rustikalen Artikel. Für 4 Portionen. 4 Gemüsezwiebeln, 300 Gramm. 1 TL Kümmelkörner. Salz. 2 Scheiben Toastbrot. 100 ml Milch. 1 Bund Schnittlauch. 1 Bund glatte Petersilie. 350 Gramm Mett. 1 Ei, Klasse. M. Pfeffer. Muskatnuss. 300 ml Gemüsebrühe. 100 ml Schlagsahne. 1 bis 2 L körniger Senf. 1 L heller Soßenbinder. Zucker. Erste Zwiebeln pellen, Wurzelansätze ab unbekanntes Zeichen. Schneiden. Zwiebeln mit Kümmel in Kochen unbekanntes Zeichen. Das Salzwasser geben, zugedeckt. 30 bis 35 Minuten bei milder Hitze kochen lassen. Zweites Toastbrot würfeln und mit heißer Milch. Übergießen. Schnittlauch in Röllchen. Schneiden. Petersilie hacken. Beides mit Mett, Ei und ausgedrücktem Zerbrösel. Dem Toastbrot mit den Knethaken zu einem glatten Teig kneten. Dritte Zwiebeln mit einer Schaumkelle aus. Dem Topf heben, abschrecken. Oberes Dritt unbekanntes Zeichen. Telefonisch als Deckel abschneiden. Zwiebelinneres. Mit einem kleinen Messer bis auf einen 1 cm breiten Rand herausschneiden und fein würfeln. Unter das Mett kneten, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Zwiebeln damit füllen und die Deckel aufsetzen. Vierte Brühe in eine feuerfeste Form gießen. Zwiebeln hineinsetzen. Im heißen Backofen. Bei 200 Grad, Gas 3,
Umluft 180 Grad. Auf der zweiten Schiene von unten 40 bis 45 Minuten unbekanntes Zeichen. Tengaren. Zwiebeln herausnehmen und warmstellen. 5 der Zwiebelbrühe mit Sahne in einem Topf. Aufkochen. Senf einrühren und mit Soßenbinder binden. Mit Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker würzen und mit den Zwiebeln servieren. Kartoffelplätzchen mit Zitronen-Kohlrabi. Raffiniert, Kartoffelpüreebällchen werden in Sesamgoldgelb gebraten. Frühlingsfrisch dazu schmeckt Kohlrabi in Zitronensoße. Für 4 Portionen. 750 Gramm mehlig kochende Kartoffeln. Salz. 800 Gramm Kohlrabi. 1 Bund Petersilie. 200 Milliliter Milch, Muskatnuss. 250 Milliliter Schlagsahne. 150 Gramm Creme Fraiche. 80 Gramm ungeschälte Sesamsalat. 4 L Öl. 1 Zitrone. 1/2 Bund Zitronenmelisse. Pfeffer, Zucker. Erste Kartoffeln schälen, grob würfeln und in Salzwasser 20 Minuten kochen. Inzwischen Kohlrabi schälen, dabei die zarten Blätter beiseite legen. Kohlrabi halbieren, quer in 1 cm dicke Spalten schneiden. Petersilie hacken. Zweite Kartoffeln abgießen, im Topf mit dem Kartoffelstampfer zerdrücken. Milch und Petersilie unterrühren, mit Salz und Muskat würzen. Püree auf einem Teller. Abkühlen lassen. Dritte Sahne und Creme Fraiche aufkochen. Kohlrabi zugeben, salzen, zugedeckt. 15 bis 20 Minuten bei mittlerer Hitze kochen. Viertens inzwischen mit feuchten Händen. Aus dem Kartoffelmus 12 Plätzchen formen, im Sesam wenden. Portionsweise im heißen Öl bei mittlerer Hitze auf jeder Seite. 2 Minuten braten. Fünftens von der Zitrone die Schale abreiben. Den Saft auspressen. Mehlisse Blättchen ab unbekanntes Zeichen. Zupfen, mit den Kohlrabi-Blättern in feine Streifen schneiden. Kohlrabi aus der Sahne nehmen und warm stellen. Sechste Sahne bei starker Hitze 2 bis 3 Minuten einkochen lassen, mit 2 TL Zitronen unbekanntes Zeichen. Schale, 1 bis 2 L Zitronensaft, Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker würzen. Zitronenmelisse und Kohlrabi-Blätter mit den Kohlrabi unbekanntes Zeichen. Scheiben in die Soße geben und mit den Kartoffelplätzchen servieren. Kartoffelpuffer. Beliebt bei großen und kleinen Leuten, knusprig-saftige Kartoffelpuffer mit Obst. Das Apfel-Birnen-Kompott lässt sich bereits am Vortag zubereiten. Für 4 bis 6 Portionen. Kartoffelpuffer. 1 Kilogramm vorwiegend festkochende Kartoffeln. Eine große Zwiebel. 4 Eier, Klasse. M. 4 L kernige Haferflocken. Salz. 200 Milliliter Öl. Apfelbirnenkompott. 500 Gramm Äpfel. 300 Gramm Birnen. 150 Milliliter Apfelsaft. 50 Milliliter Orangensaft. 1 pk. Vanillezucker. 1 msp. Zimt. 1 msp. Gemahlene Nelken. Erste Kartoffeln schälen, waschen und gut abtrocknen. Auf der feinen Seite der Haut unbekanntes Zeichen. Halsreibe oder mit der Küchenmaschine reiben. Zwiebel pellen und dazu reiben. Sofort mit der Kartoffelmasse mischen. Eier, Haferflocken und 1 TL Salz unterrühren. Zweitens 2 L Öl in einer beschichteten großen Pfanne erhitzen. Jeweils 4 L Kartoffel unbekanntes Zeichen. Teig nebeneinander in die Pfanne geben. Und etwas flach drücken. Dritter Kartoffelpuffer bei mittlerer Hitze. Braten, bis die Unterseite goldbraun ist und sich ein brauner Rand an der Oberseite zeigt.